So, ja, ich weiß, es ist dunkel. Hey Jungs, heute ist Samstag. Lien wieder hier. Thema der Woche. Wie binde ich richtig ab? Da ich nicht abbinde, also kaum abbinde, ist es bei mir ein bisschen anders da. Aber ich habe einen Abbinder, der ist aber von Amazon, weil ich nie irgendwie genügend Kohle dafür hatte, mir einen zu bestellen für 50, 60 Euro. Man kann es aber auch mit Verband machen, der wo so stabil ist. Oder mit so Tape. Aber mit Tape ist es richtig, macht richtig Aua. Oder halt so ein Sport-BH, der wo richtig eng anliegt. Das funktioniert damit auch. Von Anfang. Und ja, das mache ich halt zur Zeit. Und ja. Mein Transabbinder kann man hier zumachen. Und ja, aber ich kann ihn halt immer nur 1-2 Stunden tragen, weil das bei mir so drückt. Ich weiß nicht warum. Weil die, wahrscheinlich meine Oberweite da ein bisschen anders da reagiert. Werde aber mit meiner Transtherapeutin am Montag darüber sprechen, ob man einen Brustkrebs bekommt oder so. Hoffe ich nicht, weil dann mache ich das klar weiter. Und ja. Aber eigentlich bin ich schon am überlegen, dass ich mir nochmal einen Abbinder kaufe, aber den, wo man dazu schnüren kann, also wo man da, wie heißt das, also so einen Klettverschluss hat. Oder halt einfach so ein Shirt, den wo man selber so drüber ziehen einfach kann. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, aber mein Transabbinder ist unten ein bisschen zu locker, deswegen kann ich meinen nicht mehr tragen. Meiner geht nach einer Zeit da überall auf. Und ja, was ich an meinen Transjungs empfehlen könnte, nimmt niemals einen billigen aus Amazon, weil die halten kaum was und binden schlecht ab, richtig schlecht. Und ja, ich kann dazu eigentlich kaum was sagen, weil ich nicht mehr abbinde, weil seitdem ich da so ein Problem hier überall habe. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!